Morgen, mein Name ist Robert Oerlinger. Ich bin Leiter der Produktlinie BMW bei BMW und bin damit verantwortlich für alle BMW-Projekte, die wir derzeit in der BMW Group machen. Mein Job ist es, diese Autos alle zu entwickeln, reif zu halten, in hoher Qualität zu halten und mit unseren Partnern in Produktion und Einkauf wirklich immer schnellstmöglich in bester Qualität den Kunden anzubringen. Mit dem i3, dem i3S, dem i8 Coupé und dem i8 Roadster haben wir ja gezeigt, dass Elektromobilität funktioniert. Wir sind bei BMW diejenigen, die zum Thema visionäre Mobilität die Trends gesetzt haben und auch weiter setzen wollen. Wir sind so an der Wende zwischen, wir nennen das sozusagen BMW 1.0 zu BMW 2.0. Neben dem Fahrzeuge entwickeln und Fahrzeuge auf die Straße bringen, ist der BMW bei uns auch immer noch so ein kleiner Think Tank oder ein Inkubator für neue Technologien. Das heißt, wir versuchen immer bei uns, bei BMW und in den Fahrzeugen neue Technologien zu pilotieren. Pilotieren meint aber jetzt nicht nur irgendeinen Flottenversuch zu machen oder mal drei Autos zu bauen, sondern in die Serienfahrzeuge zu bringen, in Kundenhand zu bringen, neue Prozesse und neue Technologien zu industrialisieren, wirklich zu perfektionieren und sie damit fertig zu machen für den Einsatz in der breiten Flotte bei der BMW Group. Wir haben, wie Sie vielleicht wissen, letztes Jahr über 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge gebracht. Alle die haben letztendlich die Gene von i3 und von i8 Coupé in sich. Wir glauben, dass zwischen 15% und 25% unserer Fahrzeuge elektrifiziert sein werden. Sowohl Plug-in-Hybride als auch rein elektrische Fahrzeuge. Und das ganze Thema, mit dem wir das zusammenfassen, ist der Begriff iNext. Das heißt, BMW i hat eine Zukunft und es geht den nächsten Schritt. Vielleicht ein bisschen zum Roadster, den wir jetzt ganz neu haben. Auf Basis des i8 Coupé haben wir jetzt wirklich nochmal einen obendrauf gesetzt und haben das Fahrzeug nochmal emotionaler gemacht. Also durch dieses Öffnen des Fahrzeugs, den als Roadster zu bringen, zeigt man nochmal mehr, dass Elektromobilität jetzt nicht nur was Rationales ist, was irgendwie aus der Ecke kommt, wir müssen was tun zum Thema CO2 und wir müssen nachhaltiger werden, sondern dass man das auch verbinden kann mit wirklich extremer Emotionalität. Mit so einem Auto bewegen wir uns ja in einer außergewöhnlichen Preisklasse und im außergewöhnlichen Kundensegment. Und das ist immer so ein bisschen wie mit sehr teuren Uhren. Wirklich brauchen tut man die natürlich nicht. Ich kann die Uhr auch von meinem Handy ablesen, die Uhrzeit, oder ich kaufe mir irgendein einfaches Produkt, das zeigt mir auch die Zeit an. Aber darum geht es mit dem Auto gar nicht. Bei dem Auto geht es ja nicht darum, dass ich irgendwie maximal rational von A nach B komme, sondern da geht es um Freude am Fahren. In so einem Projekt sind auf einmal auch andere Dinge wichtig. Da ist dann auf einmal noch viel mehr die Liebe zum Detail, der letzte Feinschliff, die Perfektionierung an so einem Auto von hoher Bedeutung. Auf einmal geht das Ding noch mal ein Stückchen schneller um die Kurve und geht noch mal präziser und noch mal agiler um die Kurven rum, lässt sich noch mal feinfühliger und schöner fahren. Und das macht dann Projekte aus und das macht dann auch wirklich den Spaß an solchen Projekten aus, wo man merkt, jetzt haben wir es. Jetzt ist noch mal ein Schritt gekommen. Wir können dem Kunden noch mal ein bisschen mehr bieten als bisher. Ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, als ich den das erste Mal fahren durfte, haben dann an geheimen Parkplätzen die Fahrzeuge gewechselt, weil keiner sehen durfte, dass wir es geschafft haben, dass wir die Flügeltüren im Auto gehalten haben. Viele glaubten ja, dass wir, um das Auto zu öffnen und einen Roadster draus zu machen, auf normale öffnende Türen springen müssen. Und wir haben uns von Anfang an aber wirklich angestrengt, die Flügeltüren zu halten. Wir haben uns vorbereitet, wir haben wesentliche Technologien jetzt schon im Einsatz. Wir sind am Markt heute außergewöhnlich erfolgreich. Es gibt keinen Premium-Hersteller, der erfolgreicher ist als wir zum Thema Elektromobilität. Keiner verkauft so viele Fahrzeuge, keiner hat so hohe Steigerungsraten. Die Marktanteile, die wir haben, sind im Wettbewerb auch sonst nicht vorhanden. Und auf der Basis von den heute erfolgreichen BMW-Produkten, fangen wir jetzt gerade an, die Zukunft zu schreiben zu den Themen. Jetzt habe ich Ihnen glaube ich, einen Satz an Informationen gegeben, wie es aktuell um BMW steht, und Ihnen auch mitgegeben, dass wir intensiv an der Zukunft arbeiten von BMW und dass wir wirklich Großes vorhaben mit BMW. Ich hoffe, dass Sie sehen, wie wichtig uns dieses Thema ist. Jetzt geht es mir aber nochmal darum, dass Sie wirklich unser neues Produkt erleben können, den BMW 8 Roadster. Und
Das ist jetzt mit Worten schwer zu fassen. Meine Bitte ist da sozusagen, nutzen Sie die Gelegenheit, setzen Sie sich in das Auto, versuchen Sie einfach mal zu spüren und zu erleben, wie viel Liebe am Ende des Tages im Detail und wie viel Energie meiner Mitarbeiter in diesem Auto steckt. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt einfach unglaublich viel Spaß mit diesem Auto auf den Straßen. Freuen Sie sich drauf.